Heim nähert sich dem Sanktorium tief im Inneren der Festung, wo Fyrei gefangen gehalten wird. Doch die Priesterin Mana erwartet ihn dort bereits und hat alle Vorbereitungen für ein letztes Ritual getroffen. Fyrei. Nein, haut ab! Pass auf, ich hab ein Team. Mit die schlimmsten Gegner im ganzen Spiel. Bogenschützen. Stehen rum, nerven wie Sau. Und dann kriegst du noch kaum Erfahrungspunkte von denen. Schlimm. Einfach nur schlimm. Dann hab ich lieber solche Ritter hier. Die schon wieder, verpisst euch doch. Meine Güte. Rote davon nur noch. Hey, du kleiner Drecksack. Und jetzt schleicht die. Oh, das wird ein Scheiß, ey. Don't think of me as a traitor, Cain. We are creating a new world. A world where Fyrei lives. Open your eyes. Hear what our priestess says. We can survive. Inuart, you mustn't stay here. Please go away now. The Watchers do not laugh. The Watchers must not wake. La 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 la. I'm just a girl, a normal girl. What's this? This dirt? No, don't. Forget the seal and help me. Forget the seal and help me. Stupid man. Please help me. Help me. Please. Hold me, my brother. Stop it. I can see into your heart. No, that's not true. You lie. I hate you. I hate you. Filth. This world needs destroying. I'm dirty. I'm dirty. I'm no goddess. I renounce it. Please. Please, I'm my sorry. Brother. So, you failed at playing goddess. Now what? Ooh, Todessense. Das ist ja nice. Zieh das helle Bade. Nehme ich mal die Schmutzaxt raus.
und nimm die Sense mal mit. Holy shit. Oder wie viel Prozent für eine Waffe habe ich? 35. 35 Prozent von allen Waffen habe ich. Ach du Scheiße. Ist schon heavy. Okay. Also mit den Äxten und Keulen kann ich besitzen, die sind am Anfang großartig. Also, die machen zwar übelst viel Schaden, dafür sind die aber viel zu langsam. Fyrei, deren Innerstes ans Licht gezerrt wurde, wählt ihren eigenen Tod. Mana steht neben ihr und lacht triumphierend, denn sie hat ihr Ziel, alle Siege zu zerstören, erreicht. Jetzt, wo alle Siege verloren sind, erschienen die Grund der Reinkarnation und Keim errät. Nee, doch, gerät in Verzweiflung. Der Drache versucht, ihm Mut zuzusprechen. Also wir haben ja insgesamt 5 Enden. So, jetzt sind wir bei der dritten. Bei dem ersten, also das haben wir ja gesehen, der wurde jetzt ja von Mana getötet. So, beim zweiten Ende, das war das, wo hier das mit der, wofür der Ei wiedergeboren worden ist und dann quasi uns komplett auseinandergenommen hat. Und jetzt sind wir in der dritten, im dritten Ende, wofür der Ei sich quasi selber umgebracht hat. Und jetzt gucken, was passiert. Noch was, also was jetzt passiert. So, in ihn. Boah, warte. Oh nein, nicht schon wieder so ein Zeitding. Ist das dein Scheiß Ernst? Versteck spielen. Um diesen Vers zu lesen, musst du Vers 1, Kapitel 11, Mana gefunden und den Vers beendet haben. Ich muss hier Mana gefunden haben. Um diesen Vers zu lesen, musst du in Vers 1, Kapitel 11, Mana gefunden und den Vers beendet haben. Na leck mich doch. Muss ich da alle töten? Ich muss ja Mana finden. Oh, das ist eine Scheiße. Das bedeutet, ich muss überall hin.
Ich habe gedacht, das kann nicht schlimmer werden, aber doch. Holy shit! Quasi wie die Hellebarde. Das bedeutet, ich muss die kleine Kackpatze suchen. Richtig Bock. Ich muss Mana finden. Jetzt wäre es natürlich gut zu wissen, ob ich jeden Gegner platt machen muss. Und dann erscheint die. Oder hockt die irgendwo in der Ecke. Und junkt dort ab. Ja, natürlich Informationen, die ich gern, also die ich gern hätte. Hi, boys. So einer Kiste? Keine Ahnung. So ein cooles Eck. Schade ist die nicht hier. Dann gehen wir jetzt zurück. Sack. Bam. Mal schön durch die Gasse gehen. Thank you.
Gleich die. Wieder zurücklaufen, dann wieder vor. Mal links liegen, die Boys. Und gehen erstmal weiter an die Kanzel. Und alles nur, weil ihr euch nicht zusammenreißen könnt. Traurig sowas. Autsch. Na kommt her, Jungs. Jeder kann ein Stück von mir bekommen. Und zack, wieder voll. Weiter geht's. Aua. Andere Wahnsinn. Mein ganzer Stolz bist du. Musst du spielen? So, jetzt kommen wir durch ganz lange Gasse. Und haben Spaß. Mal mit. So, da bin ich dann da drin. Ja, komplett geradeaus. Also ich muss die irgendwie finden. Irgendwo, irgendwie. Ich würde
echt mal interessieren, wie das aussieht. Kiste. Hast du mal Glück gehabt, mein Junge? Hast du mal Glück gehabt? Zwei. Drei. Na, ja, war zu weit weg. Ich hab doch gedrückt. So ein Posten steht die mitten im Raum. Ich hab keine Ahnung. Moment. Autsch, das hat er mich mitgenommen. Eins. Ich muss kurz den Blick dort schaffen. Hier ist nichts, hier ist nichts. Hier ist nichts. Nichts, hier ist nichts. Wir haben ja noch eine Etage vor uns. The seeds of resurrection come when the seeds break. Do they bring good or evil? Hi, boys. Dumpfes Aufhauen. So wie ich das gehört. Das ist krass. Ich übernehme gleichzeitig die Eigenschaft von den anderen. Alter Schwede. Okay, das ist heftig. Okay, das ist krass. Muss ich sagen. Mann, kannst du mal hier halten? Kleine Kackfratze. Wo ist die hier? Ich sehe hier niemanden.
müsste ich ihn damit töten? 300! Es ist halt selbst bei 300 angefangen. Alter Scheiß, ist das viel. Holy shit. Okay, das ist eine Ansage, muss ich sagen. Ich hätte dich knicken sollen, sag mal. Wo ist die? Leute. Wenn ich die so nett finde, muss ich einfach googeln danach. Wie. Wo das kleine nette Mädchen sich rumtreibt. What? Okay. Muss irgendwo hinter so einer Scheißkiste sein. Und scheiß Pfosten? Nee. Die Frage ist, kann ich die ansprechen oder sehe ich die nur? Frage davon. Sehe ich die bloß und die lacht mich dann aus oder? Ich hab keine. Ich hab keine Ahnung. Ich bin komplett überfahren. Fuck, zu spät gedrückt.
Aua. Ganz schön dick machen. Nee. Ich stehe einfach nur da. Oder kann ich bestimmte Dinge nicht kaputt machen? Das ist eine Scheiße. Ich krieg dich. Geht doch. Langsam füllt sich wieder die Kasse. Uah. Komm ich mal rüber, Jungs? Wo ist denn die kleine Kackkatze? Ich habe jetzt jeden hier platt gemacht. Muss ich danach suchen, ey. Oh, Dicker! Okay. Also wenn das wirklich so stimmt, wie es mir, wenn das wirklich so hinhaut, wie es mir, wie ich es gerade gesehen habe, dann muss ich einfach die Hauptmission machen. Ich will jetzt hier reingehen.
die ganzen netten Herrschaften hier nett, so nett begrüßen. The goddess has been taken to the inner sanctum of this fortress. Ouch. Ouch. Und durch her, meine Jungs. Der ist die Schnur. Wisst ihr Bescheid? Hier werde ich die Schatzkiste holen. Wo ich hier. Ich glaube, das Ene wird ein Mana sein. Ich hätte einfach nur zurückgehen müssen. Genau, das Ene wird ein Mana sein. Da gehe ich jetzt. Also gehe ich als letztes hin. Erst hole ich die Schatzkiste. Schatzkiste bedeutet immer Waffe. Ganz entspannt. Na, no, Bett. Die, wo die schrisch rum? Ja, ich kenne schon. Wie ich es mir gedacht habe, in der Cover gibt es einfach wahrscheinlich eine Waffe. Sagen, wenn wir schon so mal, also wenn wir so schon mal am Ende sind, also am Anfang der Map, können wir noch mal eben immer zurückgehen und zu gucken, ob da irgendwas ist. Ne, hier ist nichts. Gut, man geht zurück. Noch da? Ja, das ist perfekt. Gut, also einfach nur links, rechts. Den Weg folgen. Ja. Bam. Und wieder rechts. Dann links. Dann einfach komplett geradeaus hoch. Knapp. Knapp, knapp, knapp. Ui. Marabus. Silberschauer. Die Waffe sieht ja fancy aus. Heilige Scheiße. Was ist denn das für eine Waffe? Ein Stab. Ui, das ist der erste Stab, den wir haben. Das ist ja geil. Warte mal, stimmt die in der Waffe raus? Wo ist er? Ja. Ich nehme den Stab rein. Egi. Wir haben Hammer, Streitkolben, Hellebarde, Axt, Stab, Speer, Langschwert, Schwert. Nice. Ding, ding, ding.
Mm-hmm.